Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch dieses Tutorial. Und dieses Tutorial ist dazu da, um ein bisschen mitzuprogrammieren, wenn man sozusagen noch ein Gefühl für JavaScript entwickeln will. Was kann ich damit überhaupt alles tun? Wie berechne ich bestimmte Sachen? So, es ist keine Einführung in JavaScript direkt sozusagen von der Basis aus. Das kommt zwar auch noch, aber wer jetzt sagt, ich brauche jetzt erstmal Ahnung von JavaScript, der schaut bitte auf YouTube nach einem anderen Tutorial. Es gibt zahlreiche gute und wenn ich dann irgendwann mal mein Tutorial veröffentliche, dann einfach nur, weil meine Schüler gesagt haben, wir möchten das von Ihnen haben. Das bauchpinselt einen natürlich ein bisschen, aber bin mir schon bewusst, dass es hier auch wirklich sehr gut gemachte Tutorials gibt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind ja dabei, Moment, jetzt öffne ich das auch noch hier, unsere kleine Grafik zu zeichnen, ein unregelmäßig, also eigentlich Ellipsen zeichnen zu lassen, mit Hilfe von kleinen Punkten, die hier gesetzt werden, oder von Kreisen, die gesetzt werden, mit einem Farbfluss drin. Das hatte ich euch das letzte Mal gezeigt, wie man den Farbfluss berechnet. Wir hatten den noch nicht weiter besprochen, wo der jetzt genau in die Hauptfunktion hineinkommt, aber das ist jetzt wirklich eine Sache, die ist ganz einfach. Und dann soll eben dieser Kreis gezeichnet werden oder diese Ellipse, die sich ständig verändert. Und das zeige ich euch in diesem Video, wie wir das machen. So, hier ist unsere Funktion Zeichne es, die hier unten aufgerufen wird, regelmäßig aufgerufen wird. Also alle 40 Millisekunden wird die einmal aufgerufen. Man kann das auch schneller machen. So, dann hier oben haben wir unseren Hilfszähler. Und hier habe ich jetzt zwei Sinuskurven miteinander kombiniert. So, um das ein bisschen deutlicher zu machen, das müsst ihr nicht machen, habe ich die zweite Sinuskurve nochmal in Klammern gesetzt. Aber da es sich um zwei Multiplikationen handelt, muss man das nicht machen. Das ist einfach nur grafisch für die Grafik. So, jetzt habe ich mir hier einmal zwei feste Werte genommen. Das ist für die Kurve, also für den Kreis eigentlich selbst. Es wird sozusagen erstmal eine grundlegende Kreisform von mir implementiert und dann wird das Ganze nochmal mit einer Sinusform mal genommen. Und diese Sinusform, die wird jetzt unterschiedlich ausgeführt. Das heißt, dadurch wird der Kreis oder der Punkt von dem Kreis, der gezeichnet wird, mal kleiner und mal größer, also entlang auch von einer Sinuskurve wieder. Und da ich die unterschiedlich gemacht habe, führt das jetzt zu einer ungleichmäßigen Bewegung. Ihr könnt das gerne, wenn ihr das programmiert habt, auch ausprobieren. Wenn ihr hier gleiche Zahlen einsetzt, dann gibt es nämlich wieder eine Kreisform. Also wenn ich hier zum Beispiel 0,9 einsetze. So, ganz zum Schluss muss ich das Ganze multiplizieren mit dem Radius, den ich haben möchte. Sonst wird das eben wirklich, wirklich nur ein Punkt. Denn die Sinus- und die Cosinus-Funktion liefern Werte zwischen 0 und 1 zurück und die werden mir dann nicht mehr richtig angezeigt. So, oder beziehungsweise nur an einem Punkt angezeigt. So, und das ist im Prinzip schon das Geheimnis von dieser dieser verschlungenen Kurve. Ich überlagere zwei Sinuskurven, die unterschiedliche Spitzen haben, Amplituden nennt man das. So. So, das ist das erste Wichtige, was ich hier in meiner Funktion zeichne, ist in der Hauptfunktion verändere. Das zweite ist, dass ich hier einen Farbwert abspeichere in einer Variable, die nennt sich Color. Und das hier ist unsere Funktion, die wir das letzte Mal uns genauer betrachtet haben. Jetzt kommt eine nächste Funktion, Löschen. Die müssen wir noch uns ansehen. Da werden jetzt nämlich die Punkte gelöscht, die ich mir vorher habe zeichnen lassen. Und jetzt beginnt eigentlich der Rest von diesem ganzen Programm,
also bis hier unten hin, bis zu diesem Hochzählen von dem Zähler, der bleibt im Prinzip gleich. Also ich weise dem Fill-Style, weise ich die Variable Color zu. Ich könnte auch gleich hier GetColor eingeben, aber ich habe es jetzt eben hier ein bisschen umständlicher gemacht. Dann öffne ich einen Pfad, ich zeichne einen vollständigen Kreis mit dem Pfad. Ich weise nur die Füllung zu, also nicht den Stroke auch noch. Ich schließe das Ganze und damit ist im Prinzip der Kreis gezeichnet. Der Kreis, der hat einen Radius von 1. Ich könnte den auch auf 3 setzen, aber dann kommen wir auch ganz optisch ins Gehege mit der Löschfunktion. Gut, zwei Sachen zeige ich euch jetzt noch, die wie wir Löschen zu programmieren haben, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Aber ich zeige euch jetzt einfach nochmal, wenn ich hier beide Sinus- und Cosinus-Wert wieder gleichsetze, was dann passiert. Und so, und dann gehe ich mal in mein Programm hinein. So, jetzt seht ihr, ist das so schön unregelmäßig. Ja, ich müsste mal hier, Entschuldigung, muss das Ganze mal ein bisschen schneller machen. Ich setze das Ganze mal auf 1 Millisekunde, dann wird das ziemlich abdüsen. So. Oh, jetzt ist es schneller. Und ihr seht, der Kreis verändert sich immer noch, aber es wird regelmäßig bleiben. So, die Löschfunktion funktioniert jetzt gerade nicht, weil ich eben tatsächlich nicht eingegeben habe, dass das Löschen genau die gleiche Kurve mitnimmt. So, und wenn ihr das jetzt weiterlaufen lasst, dann werdet ihr hier dieses Quadrat herausbekommen. Warum das so ist, das ist jetzt mathematisch ein bisschen schwieriger zu erklären, das mache ich jetzt nicht. Aber ihr bekommt letzten Endes bekommt ihr so ein Quadrat heraus. Ne? So. Und eben gezeichnet mit Kreisen. Also das ist das Erste. Wir setzen das jetzt mal wieder auf eine unregelmäßige Funktion. Je dichter ihr das übrigens zusammenstehen habt, na, will er mir gerade nicht. Irgendwas gerade wieder nicht so. So. Je dichter ihr das zusammenstehen habt, umso gleichmäßiger wird das Ganze dann auch noch, umso weniger Abweichung gibt es. Wir setzen das Ganze mal jetzt auf 1.3. So. Und was wollte ich euch noch zeigen? Ach so, ich wollte euch zeigen, wenn man das hier größer setzt. So, jetzt machen wir hier oben auch nochmal die Löschfunktion wieder ordentlich, setzen wir auf 1.3. Aber das zeige ich euch beim nächsten Mal. So, ich speichere das Ganze ab und lade es mir nochmal neu. So, und jetzt seht ihr, naja gut, also jetzt habe ich die Löschfunktion, die löscht jetzt immer nur innen die Kreise raus, weil ich die nicht dicker gemacht habe. So, und jetzt seht ihr aber, dass er mir hier auch wieder so ein fast viereckähnliches Teil zeichnet. Erstmal und sich dann nach und nach verändert, aber viel langsamer und es ist sehr viel schneller voll, also weil eben auch einfach der Kreisradius dicker ist. So. Sieht aber nicht schlecht aus hier mit diesen rausgelöschten weißen Punkten. Ist ein ganz interessanter Effekt, ne? Und hier sieht es ja so dann tatsächlich so aus, als würde der einfach nur die Außenlinien zeichnen. Gut, okay, ihr seht schon, man kann eine ganze Menge damit rumspielen und wenn ihr das dann fertig programmiert habt, empfehle ich euch das auch einfach Werte zu verändern und zu gucken, was passiert. So, beim nächsten Mal zeige ich euch die Löschfunktion. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.